Containers ist wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Battery! Aha! Hier, nimm! Perfekt! Schön! Haben wir jetzt direkt zwei? Ja, jetzt haben wir zwei. Super, die können wir jetzt hier ins Radio stecken. Greeting Cards hatten wir schon. Ab ins Radio damit! Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. Mal sehen, funktioniert's jetzt? It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Okay, was fehlt jetzt? So, ich drücke mal auf den Knopf. Nothing. Vielleicht die Lautstärke höher drehen? Nochmal? Okay, dann mal drehen. Was haben wir denn noch so alles hier? Da oben, was ist das? Die Antenne ausklappen. Das ist logisch. Und jetzt haben wir eigentlich alles. Genau, nochmal drehen. Und draufdrücken. Nothing. Das ist interessant. Nochmal drehen. Nee, hier können wir gar nicht draufdrücken. Ja, nothing. So, drehen wir das nochmal lauter. Nur zur Sicherheit. Und drehen sie mal um. So, die Batterien. Sind die richtig eingelegt? Nee, die sind falsch rum eingelegt, ne? Oh, ist die dämlich. So, wieder zu damit. Komm, Batterien einlegen kann doch wohl jeder. Ich meine, jeder, der mal ein Gameboy hatte, kann das. You fixed it. Continues to spread unchecked. The estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... my producer's telling me we have to get off the air. Steve. Das ist nicht gut. God bless you all. Okay, das hat sich nicht gut angehört. Reden wir nochmal mit ihr? Können wir das? Nee, können wir nicht. Doch, wir können's. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Are you okay? Bist du in Ordnung? Didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. Wirklich? Jeder ist tot. All of your colleagues are probably dead. You don't think I know that? Of course I'm not fucking fine. God, leave. Just leave me alone. Okay, dann kommt so mal eine schöne Regel von uns. So nach dem Motto, hier, viel Spaß damit. I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. So, können wir den noch eingeben? Nein, können wir nicht. Den Rest behalte ich für mich. Ich denke, so ein Riegel ist auch nicht schlecht. Carly, Newspaper, hatten wir schon alles. Wir brauchen noch die Schlüssel. Ach ja, das hatten wir schon. Moment, hier haben wir nichts mehr. Was haben wir hier unten noch? Ach, Moment, hier haben wir noch was. Noch eine Batterie? Okay. Wofür wir die wohl brauchen? Könnte interessant werden. Die Fernbedienung funktioniert ja, wie es scheint. Geh nochmal hier ins Office. Vielleicht finden wir hier nochmal was. So, die ist natürlich wieder mit dabei. Können wir den Stock nehmen? Ne, stimmt. Da brauchen wir den Schlüssel für. Nur wo finden wir den? Ne, stimmt. Der brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, dann sagt er wieder das Gleiche. Luckily, there's nothing I need in here. Ja, genau. Den Spruch kennen wir schon. Was haben wir hier? Das Bett hatten wir auch schon mal durchsucht. Wir haben hier nichts mehr, oder? Open, look. Was könnte denn dahinter sein? Wo versteckt man denn so einen Schlüssel? Eigentlich doch immer hinterm Bett oder so, oder hinter einem Bild? In der Schublade? Nee, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Muss ich wieder raus? Die Clementine folgt uns zwar auch überall hin, ne?
Den Stock, den könnte ich eigentlich am Wochenende. Den Stock will ich ja nicht nehmen. Das ist alles bekloppt. Da könnte ich mit dem Stock an den Stein kommen. Das Ganze erinnert mich gerade so ein bisschen an Monkey Island, muss ich zugeben. Nochmal zu Doug. Ach, was haben wir denn hier? Ne, hier kann man aber nichts mitmachen. Nur angucken. Greeting Cards hatten wir auch schon. Wir haben das schon alles. Newspaper Clippings? Ne, da steht wohl auch nichts bei. Vielleicht hier? Ja, sowas in der Art dachte ich mir. Spreche noch mal mit denen hier. Hey Lee, was haben die? Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Wie geht's Doc? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Ich glaube, mir geht's ganz gut. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What were you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Wie ist der Plan? What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ihnen gehört zu dieser Laden hier. They own this place. They're gone. Oh, sweetie. Cat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Geht's euch gut? All right? We're just fine, considering. How about you, Doc? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Klar. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. So was passiert. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah. That's rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Console? Huh? Let it go. Okay, der erinnert sich an meine Loyalität. Das hatten wir ja schon öfters. Ich weiß gar nicht, was es alles bringt. Na, im Office haben wir auch schon 30.000 Mal. Ach, geben wir den Riegel, meine Güte. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. So, jetzt haben wir uns schon mit allen angefreundet. Die freuen sich darüber. Hier hinten haben wir aber auch nichts. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen ziemlich in einer Sackgasse. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss. Haha, die Box hatten wir schon. Wir hatten hier eigentlich schon alles. Gut, gehen wir noch eine Runde und sprechen mit dem hier. Was ist das denn? Corkboard? Nee, hier ist auch nichts. Gehen wir nochmal raus. Good. Wanna go have a look around outside? Okay. Let's have a look around. Okay. Mal sehen, vielleicht habe ich auch was übersehen. Gut, hier oben scheint schon mal nichts zu sein. Moment, hier sind noch ein paar Sachen. Hä? Trap Walker? That guy over there has the keys. Ach so. Can you be sure? Sein Vater. This in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, aha. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Oh, jetzt wird's spannend. Distract them and buy you some time.
So, Moment. Hä? Fernbedienung? Open Sesame. That won't work. I was not that universal. I know, Doc. I can't reach that brick. Ja, das dachte ich mir. Moment, können wir das kurz aufmachen? You want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did Nein? Anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also part of some egregious fire code violations. Okay, das kriegen wir nicht. Das ist klar. So, also wir kriegen die Tür erstmal gar nicht auf. We'll know if he has the keys. Lee's brother. Stimmt. Der da liegt wahrscheinlich. Ach so. Nee, das kriegen wir gar nicht auf. Moment, was ist das da? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? Die wurden aufgefressen. Gut, das dachte ich mir. So können wir die ablenken mit der Fernbedienung auf den TV-Store. Think you can do anything with this? You know what I could do. What's that? Die Reichweite verstärken. It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Das könnte interessant werden. Und es geht. Hoffentlich lenkt es die Zombies ab. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. Vielleicht das Programm umschalten? Würde das funktionieren? Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ich muss erstmal mit diesem Stein das einwerfen. Aber um diesen Stein zu kriegen, brauche ich was anderes. Ich guck nochmal, ob ich mir diesen Stock besorgen kann. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Okay, an den Stein kommen wir nicht ran. Gut, aber ich sage nochmal rein. Wir brauchen irgendwas, um diesen scheiß Stein zu kriegen. Warum haben wir uns nicht einen Stock genommen? Ich meine, der steht da so rum. Mit dem könnte das so locker funktionieren. So, Moment. Wo ist der Stock? Wo ist der Stock? Wo ist überhaupt die Tür? Da ist der Zombie drin. Das ist klar. Da wollen wir nicht nochmal rein. Nee, stimmt. Da wurde er erschossen, oder? So, jetzt schon mal schnell hier rein. Ich wünsche, man könnte diese Zwischensequenzen etwas überspringen. Ein bisschen nervig sind die ja schon. So, hier haben wir noch diesen Stock, ne? Warum nehmen wir uns den nicht? Nehmen wir doch den Stock. Nehmen wir den Stock. Der könnte uns alle retten. Komm, Lee. Sei nicht blöd. Nee, ich kann nichts mit dem Stock machen. Ich kann ja nur rumschweben. Nee. Hier ist nichts mehr, was wir uns nehmen können. Ja, den Spruch hatten wir auch schon. Jetzt renne ich hier schon über 2 Folgen lang rum und habe gar nicht so viel erreicht, wie ich erreicht hätte in 2 Folgen. Mal sehen, was können wir noch machen? Falls das Ganze zu lange gehen sollte, werde ich das Spiel pausieren und so lange weitermachen, bis ich was herausfinde. Wir brauchen irgendwas Längeres. Talk to Charlie? Wer ist Charlie? Der hier? Ne, das ist Doug. Wer ist das hier? Charlie. Hey, Carly. Carly. Ready to head out? Also, bist du bereit, rauszugehen oder loszulegen? You ready to head out? You got it. You? Yeah. Yeah. Let's go. Wohin gehen wir jetzt? Was habe ich verpasst? Hä?
Oh Gott, der ist hässlich. Die sind aber alle so hässlich. Ich frage mich, warum die alle sofort die Haare ausfallen. Muss ja wohl einen Grund haben. Da sind wohl noch Lebende drin. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay, dann jetzt müssen wir das Mädchen retten. Nur wie? Ach so, wir schleichen?